der Sache, ne? Am Ende des Tages. Ich bin mich ja auch, um euch zu unterhalten. Und wenn die Games dann halt schlecht sind, dann kann man wenigstens versuchen, noch unterhalten zu sein. Damit. Dann hat man wenigstens noch was davon. Aber ist manchmal echt schwer. Auch nach so vielen Jahren und so vielen tausend Games. Ist es manchmal immer noch schwer. So. Die Kasse ein bisschen übertrieben. Ah, ist halt das Problem, dass Kassadin Level 1 leider kein Champion ist, ne? Da hätten wir auch gar nicht so deep reinmoven dürfen. Nicht so der Fan, dass der Rakan da in dem Busch stand, aber 1 für 1 könnte schlimmer sein, sagen wir mal so. Oh, Kassadin ist wieder richtig gut drauf. Das Huge Ram ist ein Freeze. Wir müssen Base gehen. Oh, die Tali hat unseren Blumen invaded. Nice. Wäre der Talia hinter uns gewesen, hätten wir echt ein Problem gehabt. Aber, we take those. Das heißt eigentlich, Talia muss top sein, ne? Naja, top geklärt. Wo ist die Talia? Was ist da oben? Der Wolibear macht schon wieder Wolibear-Dinge. Oh. Talia ist da, aber der Sugar kann die Wave einfach da nehmen. Toplane ist so eine dumme Lane, Alter. Talia hat nur 24 CS. Die ist ja ultra behind. Crazy. Oh, was ist da? Stand beside me. Thank you.
source code lies. An ally has been slain. Wie gesagt, ich glaube 3 gegen 3 verlieren wir einfach trotzdem. Anker Rome schon wieder. Enemy Mittelmeer sind halt irgendwie alle insane. Ich habe das Gefühl, in dem Game wird ganz, ganz wichtig, dass ich nicht dem Rakan follow. Der ist jetzt das zweite Mal in einer Position, wo er nichts zu suchen hat. Da müssen wir ganz viel, ganz, ganz viel Respekt vor haben. Ich wurde von der Dingens, wurde ich. Ich wurde von der. Wie heißt die Scheiße? Von der Trap von Jin wurde ich gecancelt, aber der Arrow war lecker. Der war sehr lecker. Also, wir halten das Game ja auf jeden Fall ein bisschen am Leben. Toplane ist am Struggeln, Midlane ist am Struggeln. Ajahn ist 4-0. Das ist huge. Wir sind jetzt auch so stark, dass wir den Jin wahrscheinlich den Rest des Games einfach runterrennen können. Akan macht wieder so ein bisschen sein eigenes Ding. Das ist leider echt nicht gut, oder? Ja, der Javan und ich werden noch Freunde. Nee, das ist ein bisschen Kinn, Bruder. Ich nehme es wieder zurück. Das ist sein Tempo leider komplett gekillt. Schade. Ich habe einen Assist bekommen. Ha, what the fuck? Ey, warte mal, ich habe den Wolibear getroffen. Ich hab den Wolibear getroffen! Ja. Calculated. Lol. Alles geplant. Schon Sivir probiert. Ich habe ein Game Sivir gespielt, das hat sich aber ziemlich kacke angefühlt. Weil ich Early Game einmal geintet habe und ziemlich böse outranged wurde. Also ich glaube, Sivir ist playable.
Aber eben nur in den richtigen Situationen. Man muss generell sagen, ich finde, es gibt keinen ADC, der so stark ist, dass er jedes Game einfach gut ist. Weil so vom reinen Prinzip her, also doch. Oh nein, meine Maus ist leer. Junge, was ein geiles Timing. Was ein geiles Timing für eine leere Maus. Also ich würde sagen, Corki ist am nächsten dran an einem Champion, der immer useful ist. Aber so an sich... kannst du halt immer einfach von der Teamcomp her so gecountert pickt werden, dass dein Champion seinen Job einfach nicht richtig erfüllen kann. Der Rakan ist nicht so die Erleuchtung. Wow. Ich bin eigentlich tot. Nee. Boah, das fühlt sich immer so kacke an, wenn man von allen Djinn-Ults gehittet wird. Ja genau, Kaiser war halt so einer der ADCs, die am nächsten daran waren, wirklich jedes Game useful zu sein. Einfach weil du halt AB und AP und AD gehen kannst. Oder der alte Varus, wo du noch Lethality spielen konntest, der war jedes Game useful. Aber aktuell, finde ich, gibt es fast keinen ADC, der jedes Game useful ist. Am ehesten Corki Ashe, weil Corki halt einfach zu stark ist, so von den Damage-Werten. Aber auch da, wenn du mit Corki gegen eine High-Range-Comp spielst, hast du auch nicht wirklich viel Spaß. Und Ashe, wenn du da gegen 5 Assassins spielst, machst du auch nicht mehr als Ult drücken. Und ich bin mal gespannt, das Game sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Die haben halt ein ultra fett Volibear. Was haben wir? Ein Hawkshot nach oben. Ah, der war es leider nicht. Oh, scheiße. Das war ganz schön dumm von mir. Kacke. My bad. Da hätte ich gar nicht hinmoven dürfen. Das war so ein, ich move hin, also denke ich mir, okay, wenn ich jetzt schon da bin, muss ich auch durchmoven, aber ich hätte dann einfach abbrechen müssen. Der Rakan hat einfach zu früh engaged. Er ist ein kleiner Frühschießer, der Rakan. Der Volibear ist halt gerade, der ist gerade im Gottstatus. Memories are more than ones and zeros.
Er ist stark. Erstmal schon damage, wenn man nicht behind ist oder Fulltanks hittet. Ja. Das Problem ist halt einfach, Ninja Tabis hart countert Ash leider. Wenn die Gegner keine Ninja Tabis bauen, ist Ash echt ein geiler Champ, ja. Boah, mit diesem Mauskabel zu spielen ist echt scheiße, das ist zu kurz. Ich check nicht, was mit dem Rakan los ist, ehrlich nicht. Ganz komisch. Ja, Java muss doch 3000 Gold schon wieder haben, oder? Er steht 5-0 und hat keine Items gekauft. We will end their tyranny. Scheiße, habe ich gegreedet. Die hat mich leider mies und die Cassio. Ich check wirklich nicht, wieso wir diese Fights nicht gewinnen. Ah, da hat mich die Rell halt gerade im Dauer-CC gehabt. Weiß auch gar nicht warum, ich dachte eigentlich, dass ich nicht CC'd werde, aber irgendwie wurde ich dann doch CC'd. Aber das ist halt so das Rell Classic, ne? Gegen Rell denkt man immer, man ist fein und dann ist man doch nicht fein. Today
Aber es ist ehrlich gesagt ein bisschen besorgniserregend, dass wir den Fight nicht härter gewonnen haben. Ich darf auf jeden Fall nicht die Cassio hitten, glaube ich. Die out-DPS mich halt einfach. Das ist ganz cringe, Geist, da kann ich nicht fighten. Ich habe aber keinen Flash. Ohne Flash kann ich auch keine Mitte-Prio holen. Wirklich sau schwer zu spielen für mich, das Game. Ist Rakan Base gegangen. Haben wir genug Schaden? Mein Rakan. War leider bad. Ich hätte früher Aaron sollen, ich habe zu spät Garrot. Das ist echt rough to play aus meiner Perspektive. Also ich finde, ich spiele es echt gut, aber... schon sehr schwer Impact zu haben. Ja, ich hätte einfach instant Aaron müssen, da habe ich nicht gut genug gemultitaskt. Aber der Wullibär sollte jetzt schmelzen, ne? Der hat gar keine Armor gekauft. Ja, der sollte jetzt legit einfach platzen. Oh. Mein liebes Mausrad. Gold Nashen. Nee, wir können nicht Nashen, oder? Aber Nash ist wirklich keine gute Idee. Ich
Wir haben Shogat, guys, wir haben Shogat, 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 wir haben Shogat. Oh, der Arrow. Oh. Lecker Schmecker. Never trade freedom for security. GG. GG, Junge, waren das geile Arrows. Ha! Seht ihr, Guys? Ich pick kein Corki, ich gewinne. Das ist schon wieder komisch.